Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Pixelmon Let's Play mal anders, wo wir ein bisschen interessantere Sachen machen oder auch langweiligere. Nein, wir machen bessere Sachen und ja, ab jetzt auch wieder mehr in Livestreams, vor allem bauen einer Stadt und ja, Freude haben, Pokémon trainieren und suchen natürlich. Wir wollen ja spezielle, gell Leon? Und ja, NPCs machen, genau Leon. Und während den Aufnahmen werden wir natürlich sehr tolle und spezielle Sachen machen, wie zum Beispiel fahren. Oh, boah, das ist ja mega schnell. Ach, ich gehe mal kurz ins Dorf. Kann man hüpfen? Ja, sehr gut. Gucken wir noch mal. Ein Knopf in so. Oh, Sesokiez. Da gibt es ja vier Jahreszeiten. Artige. Und ja. Genau, also ich möchte heute in diesem Part, wie in der Überschrift, einfach noch kurz sagen, was passiert ist und wie es mir geht und so Sachen. Einfach ein bisschen informieren, also am besten dranbleiben, wenn es euch interessiert, wenn ich nicht irgendwie nutzlos bin, also nicht gerade interessant bin oder sonst irgendwas. Es ist natürlich nicht hören, aber wenn ihr irgendwie ein bisschen Lust habt, mehr mich zu schauen bzw. weiter mich zu schauen, dann dürft ihr gerne ein bisschen zuhören. Boah, mega. Und genau, zuerst einmal, ich habe hier noch ein Zorua gefangen, gerade nach der letzten Aufnahme. Was ein bisschen speziell ist, ist es ein Shiny, ist es in so einer Dunkelform, es sieht mega geil aus. Und schade, habe ich die Aufnahme gerade beendet, ich war ja auf diesem Gebäude, wo ich ja belagert habe, eingenommen habe. Dieses Kürbisteil da. Und genau, direkt gesehen, also... Ich war hier oben auf der Spitze, habe den Part beendet und direkt beim rechts rumdrehen habe ich dann ungefähr hier ein Zorua gesehen und ein pinkes... Ist auch Saisonkiez in der Sommer... Nein, in der Frühlingsform. Auf jeden Fall ein anderes Pokémon in Pink. Und ich dachte mir, ja, okay, das Zorua sieht cool aus, das fange ich mir. Aber nicht ein Pokémon, das Level 34 war, glaube ich, oder so. Das nicht. Also, und ja, jetzt rede ich über meinen Urlaub sozusagen. Ich war mal kurz in einer Klinik wieder. Ich war ja erst kürzlich. Okay. Ja. Du bist ein Pferd, stimmt. Du bist ein Pferd. So, oh, ich finde Tauboga so ein geniales Pokémon. Taubsi natürlich auch. Aber oh, das war noch... Das muss man zuerst mal schaffen, so ein Pokémon zu erfinden. Vor allem, wenn man noch nicht so viele Pokémon erfunden hat. Ich finde das mega geil. Also Gen 1 Pokémon haben einfach den besten Charme. Ist einfach geil. Jo. Und genau. Also ich war einfach nochmals in diesem Krankenhaus im Unispital Basel und habe mich halt nochmals wegen meiner Krankheit behandeln lassen, weil ich mich einfach zu schwach gefühlt habe. Ich hatte, ja, einfach Nervenschwäche. Oder ich habe eine ständige Nervenschwäche. Das heißt, dass ich fühle mich wie, als würde die einen Mega-Marathon gelaufen haben und noch 4 Stunden, mehr, einen ganzen Tag geleistet haben. So habe ich mich gefühlt. Und das über 4, 5 Tage lang. Und dann musste ich natürlich noch genesen sein und wieder Kraft schöpfen. Und ich habe es ein bisschen gehört in den letzten 2 Parts. Ich war ein bisschen zu ruhig, zu gelassen, einfach weil ich Energie brauchte. Und es nicht bekommen habe. Genau. Jo. Also tut mir leid, wenn ich manchmal vielleicht ein bisschen demotivierend wirke oder so. Schreibt es einfach in die Kommentare. Am besten, jo, einfach sagen, mach doch das wieder ein bisschen besser. Und ja, ich hoffe einfach, ihr fühlt euch bei mir noch ein bisschen angenehm. Und ihr habt Spaß natürlich mit mir. Weil YouTube schon sehr frech wurde. Somit... Jo, ich muss Werbung machen, sonst habe ich keinen Erfolg. Die Leute schauen mich nicht mehr, weil sie mich nicht mehr finden, weil die Abo-Box wahrscheinlich auch voll ist und alles Mögliche. Das ist Quatsch, oder? Der ganze Algorithmus ist für die Hunde. Es ist nichts mehr wert für die Leute, die nicht... Und die Minimap funktioniert immer noch nicht richtig. Ich habe doch hier... Wo ist das? Icons? Muss ich hier auch Icons? Tja... Eben, ihr seht, manche Sachen laufen einfach nicht so gut. Ja, im Mob-Display da. Cones. Hier oben aber. Hä?
Wieso geht Standard? Was? Welche Taste ist das Schräge? Kennt ihr diese Taste mit dem Schrägen? Das ist ja nicht, aber das ist das Schräge da. Und die 7 ist es auch nicht. Vielleicht hier 4. Also die erste Minimap Standard geht nicht, aber gut. Also scheinbar habe ich deswegen auch die Symbole nicht. Also wer mir da helfen kann, welche Taste das ist. Ich habe die europäische Taste da übrigens, nicht die deutsche. Dann dürft ihr das gerne sagen. Das wird wahrscheinlich die gleiche Taste auf der Tastatur sein wie ihr. Nur habe ich da einfach andere Symbole. Gut, und ja, die deutsche Tastatur, die gibt es halt in der Schweiz nicht. Da muss ich wahrscheinlich von Amazon.de die nächste Tastatur kaufen und liefern lassen. Die Schweiz ist sehr teuer. So, ich bin jetzt ein bisschen hier. Einfach ein bisschen herumgelatscht. Und ich möchte gerne wirklich interessante Sachen machen, aber bis jetzt sind keine X-Mon gespawnt, die besonders sind. Ich möchte eigentlich mit Zoroa kämpfen, habe das schon Level 24. Ich will ja Taubsi, wirklich zum Fliegen. Zu Tauboss, dann weiterentwickeln später. Oh, danke. Da hat es noch Items. Da hat es noch Items. Gut. Und da gibt es noch einen Ofen. Kochtopf, genau. Okay, bleiben wir mal kurz hier. Aber es ist wieder ein Biom, wo es halt immer wieder die gleichen Pokémon gibt. Ich möchte irgendwo zu einem Biom kommen, das speziell ist. Aber da oben hat es Wüste. Haben wir dort einen Wegpunkt? Ne, Wüste haben wir ja schon in der Farmwelt. Ich möchte eigentlich dorthin jetzt gehen. Ja, ich will ins Schnee. Oder in den Dschungel. Du, im Dschungel gibt es irgendwie Pokémon, die nicht ganz... Ja, Tropius wäre vielleicht ein Pokémon, aber wo ich eigentlich noch nicht so trainieren will. Doch, gehen wir in den Dschungel. Jetzt gehen wir in den Dschungel, aber direkt durch die Nacht. Mit Höchstgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, Pampuli ist wahrscheinlich nicht so schnell, nicht ganz so schnell, aber auch mega schnell. Ja, und hier möchte ich ja die Batteriebies. Ist das die Vorentwicklung? Nein, das ist die Nachentwicklung. Ja, einfach die kleinen Bienchen. Die Bienenwabenbienchen. Oder eine Bienen. Wie heißen die kleinen? Die Wabe. Also nein, die einzelne. Das sehe ich sechs. Ja. Wie heißen die? Mann, ich bin so ein Bienenprofi. Ich weiß nicht mal, was eine Bienenwabe ist. Okay, Drager. Ich hab's verstanden. Gut. So. Also, ich werde heute ein bisschen das Zoroa thematisieren. Ich werde ein bisschen mit dem kämpfen. Hat das irgendwelche speziellen Sachen? Vor allem, es steht halt nicht, was es ist. Ich möchte gerne sehen, oh, shiny. Oh, pinke Form. Oh, Dunkelform. Eine Dunkelform ist geil, aber ich weiß nicht, ob das existiert oder nicht. Und vor allem, wieso ist jetzt mit der 1.20 ein neue Pokémon und so, also ein neues Update gekommen und für die 1.16.4 nicht? Das ist die bessere Version noch. Weil die 1.20.1 Version, die ist ja noch unfertig, da gibt es keine Items. Da gibt es viele Gegenstände nicht und viele Pokémon spawnen auch noch nicht. Ich werde das vielleicht in einem Livestream mal spielen. Ich habe ja diesen Multi-MC-Launcher jetzt wieder, der endlich mal funktioniert auch bei mir. Also kann ich da auch die 1.20.1 Version zeigen. Jo, und ich habe ja genug Zeit jetzt wieder mit euch zu leisten, für euch. Zu viel Zeit schon fast. Weil ich habe jetzt wirklich auch nicht mehr so das Gefühl... Was wollte ich jetzt gerade machen? Kurz schauen wegen dem Bildrahmen. Ja, sehr gut. Es ist einfach abgeknickt unten. So zeigt es gar nichts mehr. Es ist eben der Fenstermodus ist schlechter mit diesem Launcher oder mit diesen Mods. Weil es unten zu weit unten ist. Ihr seht es. Ihr seht den Balken noch ganz. Ihr seht genau wie ich. Okay. Das wollte ich noch testen, weil ich es ein bisschen vergessen habe, nochmals besser einzustellen. Ja, ich habe so viel heute vorgehabt. Ich musste altes Brot wegwerfen. Ich musste alte Milch wegwerfen, weil ich einfach nicht da war. Und ich hatte gezwungenermaßen dorthin musste. So, jetzt sind wir aber bald da. Sind wir in die falsche Seite? Wir gehen in die falsche Seite. Okay, dann gehen wir dorthin. Ich wollte eigentlich... Ja, nach Süden, aber habe nicht gesehen auf der Minimap, dass ich nach Süden gehe. Okay, nicht geschaut. Egal, jetzt sind wir halt ein bisschen mit Umweg herum. Ich muss ja auch mich ja auch wieder reinfinden ins Kompass, also in die Weltsystem.
Genau, ah, ich wollte noch das Mikrofon ein bisschen steiler machen. Genau, und das nächste wäre Webcam kommt, sobald ich die gefunden habe oder eine neue gekauft habe. Ich werde mal schauen, ob es eine gute neue Map gibt. Neue, jetzt bin ich schon wieder auf der Map am Schauen. Nein, was ist das? Ah, das ist dieses Werwolf-Pokémon, aber wo? Das ist. Wo ist dieses? Ja, da sieht man es eben nicht. Sein. Irgendwo muss dieses Werwolf oder ist es der Wurm? Kann auch der Wurm sein. Irgendwas Rotes ist hier. Aber die Symbole sind so klein. Irgendwo hier. Ich will dieses. Nein, ich habe ja. Wir müssen dieses Rock. Nein, nicht dieses Rock. Nicht dieses Rock-Ding. Ein anderes. Down? Das ist ein Enkoro. Aha! Wollen wir dieses Pokémon fangen da drin? Ist wahrscheinlich zu hoch. He? Ja, wir werden vom Pokémon, also vom Pixelmon-Mod, extremst noch aufgehalten, weil wir so viele Pokémon noch fangen müssen oder was. Aber ich möchte wirklich das für euch fragen. Sagt mir mal, welche Pokémon ihr euch wirklich wünscht im Team oder was. Oder ja, wenn es fangbar ist natürlich. Sind wahrscheinlich alle fangbar, außer ungefähr so sechs oder es fehlen noch ein bisschen. Dieses Pokémon, das interessiert mich, aber das ist. Ah, da ist es ja! Das ist dieses Werwolf-Pokémon, das ist die Nachtform natürlich. Kamalm, das ist eine Weiterentwicklung. Ah, da ist das Vorentwicklung. Kamehaps, okay. Und, hey, das ist so geil, aber ich weiß nicht, wie oft das genutzt wird. Wird vielleicht ein bisschen öfters genutzt. Schon geil, aber auch wieder 28, wieso sind alle. Hey, ich will wieder in einer Ultradimension. Im letzten Projekt haben wir ja dort beendet. Oh ja, ich will eine Sandburg. Ich spiele mit einer Sandburg. Wir können ja das so machen. Wir beginnen als Kleinkind mit Sandburg und am Schluss haben wir irgendwelche greisen Pokémon. Wir werden irgendwie älter beim Pokémon fangen, beim Pokémon nutzen. Oder wir machen am Anfang einfach irgendwelche Arten-Pokémon, zum Beispiel nur Tiere oder nur Geister, nein, nicht Geister, weil das ja ein Typ ist, sondern wir benutzen am Anfang zum Beispiel komische Pokémon oder nein, Maschinen-Pokémon. Also wir haben jetzt links ein völlig Multikulti-Team. Das ist klar, das, was ich fangen kann, das benutze ich auch momentan. Aber ja, schreibt am besten einfach Kommentar, bitte, gell? Ich will euch nicht zwingen, aber so mehr, je mehr ich einfach von euch bekomme, desto besser fühle ich mich auch. Wenn ich irgendwelche Kritik bekomme, ist mir das auch wichtig. Also es zeigt mir ja mir, ich mache irgendwas falsch. Und jo. Oh ja. Oh ja, noch mehr Pokémon. Geil. Noch mehr Pokémon von Flottball. Boah. Stratus Eis ist aber nicht so wichtig. Ja, so. Weißt du, steht immer nur in einem Laden, kauft. So, ja, kurz noch dich anschauen. Hallo, hallo. Kann ich dir helfen, Pokémon Equipment zu finden? Wir haben ein paar schöne Schnäppchen. Ja, wenn ich mit Geld. Ja. Wir haben noch Standard. Ich habe da oben einen Markt. Nein, nicht das. Nee, nicht das. Da ist da. Wüstenstadt. Bellen. So, ich möchte gut in einer Arena mal kämpfen, aber ich habe noch zu schwache Pokémon. Ejo. Gut. Eine random Stadt. Also Dorf, aber nicht so besonders. Immer diese Daycares. Ich weiß gar nicht. Soll ich auch Daycarer werden? Wir könnten so eine Mega-Daycare machen. Für ganz schwache Pokémon. Oder für alte Pokémon. Nicht für junge Pokémon, sondern für alte Pokémon. Genau, diesen Bognertisch. Brauche ich. Hey, die Pokémon sind manchmal so geil. Ich habe so Lust, so ein komisches. Wie heißen diese Rolling Grass? Wie heißen die? Die haben einen bestimmten Namen. Nicht Rolling Grass, sondern Rolling irgendwas anderes. Also eine Wüste haben wir auch. Ist das die gleiche Wüste? Ich glaube, das ist die gleiche. Nein, da oben ist die Wüste.
Was ist eigentlich hier? Ein Piratenschiff, genau. Okay, gehen wir in den Sumpf. Ich möchte dieses Baby-Pokémon da, Ja, ein Miraplan möchte ich. Irgendwas mit toxisches Zeugs. Jo. Und einfach, weil es so wirklich schwach aus. Oh! Galar-Form? Aloha-Form? Ja, Felina, später mal. Ich glaube, das ist nicht Wasser, oder ist es auch Wassergestein oder Wasserboden? Ich glaube, es ist Wasserboden. In der normalen Form, in der blauen Form. Und hier ist es wahrscheinlich Gestein-Erde oder Gestein-Wasser. Könnte sein. Vielleicht nicht mehr Erde oder nicht mehr Wasser. Auf jeden Fall etwas anders, hoffentlich. Das ist Gold. Das ist Goldking. Goldking. Ja. Wieso heißt das nicht Goldking? Ja, okay, Goldking könnte es ja im Real-Life noch geben. Gut, also dieses Toxel. Genau, Toxel heißt es. Wieso komme ich jetzt sofort drauf? Weil ich mich erinnert habe. Wo ist Toxel? Ich liebe dieses Pokémon, weil es einfach so wie ein Kleinkind ist. So völlig. Ja, das ist normales Felino. Ich glaube Erde, nein, Wasser, Erde. Da ist es ja. Vor meiner Schnauze. Ich finde es so cool. Es läuft ja nicht mal so richtig. Du bist Level 11. Und du bist Level 15. Da oben ist aber auch noch eins. Wie viele Toxel sind jetzt plötzlich hier? Level 19. Ich möchte aber einen riesen Toxel. Tox. Bidiza. Das ist das Gott-Pokémon. Ich dachte immer, Arceus sei das Gott-Pokémon, aber Bidiza ist das Gott-Pokémon. Es ist einfach so eine Art Troll. Es ist natürlich nicht das Gott-Pokémon, aber vielleicht das Goat. Ja, dann müsste es eine Ziege sein. Gibt es einen Ziegen-Pokémon? Es gibt. Also ich kenne kein Ziegen-Pokémon. Hä? Ah ja, Unratytox. Ja. Level 30. Das Pokémon müssen wir sammeln. Das müssen wir trainieren. Das wird unser bestes Pokémon. Einen Müllsack. Wir lassen das als kleiner Müllsack. Also, du bist Level 19. Nein, du bist Level 15. Du bist Level 8. Du bist ein bisschen größer. Okay. Du bist ein Weibchen. Okay, geil. Okay, es ist. So wie es aussieht, ist es eher ein Männchen. Aber natürlich muss es immer ein weibliches und ein Männchen sein. Sie hätten lieber immer zwei Arten. Also wie Vögel im Real Life, oder? Immer so zwei Farben machen sollen. Nein! Nein! Und Donnerwelle funktioniert auch nicht, weil es, glaube ich, Erde ist noch. Schattenstoß. Was ist Standpunkt? Levelball. Levelball sind sehr effektiv unter Level 15 oder so. Bitte, bitte. Ich will jetzt nicht verschwinden. Was? Was hat Toxel für eine Fangrate? Wahrscheinlich über 42. Es gibt ein paar, also ich glaube. Wie heißt es Pokémon? Despotar, die erste Entwicklung von Despotar. Larvita? Nein, Larvita ist die zweite Entwicklung. Egal. Ja. Das ist, glaube ich, 42 und sonst gibt es noch schwierigere, aber ich kenne sie nicht so. Ich weiß nicht was. Wahrscheinlich so Arctos und so. Hey, jetzt schon wieder? Was ist denn los? Ich glaube, ein Hyperball ist effizienter. Nein, eigentlich ein Levelball, aber ich habe heute wieder schon schlechte Fangrate. Ich habe ja manchmal echt gar keinen Bock. Kein Glück auf Bock. Ich habe wieder einen Blödsinn. Ja. Ja, das Pokémon will nicht. Es will nicht. Was haben wir eigentlich für Zeit? 19 Minuten. Part. Superball ist sehr effektiv. Hat das irgendwie eine Wirkung? Wahrscheinlich schon, aber. Was ist denn los schon wieder? Die Pokémon sind viel zu schwer. Ich glaube, ich mache die Fangrate einfach höher. Also, nein, nicht die Fangrate höher, sondern einfach die. Chance, dass es drinnen bleibt, höher. Mich mag das nicht. So wenig Glück, Chance, das mag ich nicht. Ich will nicht Pokémon als eine Art schwer spielen. Ich will einen Pokémon-Mod haben, der angenehm zu spielen ist. Es will einfach nicht. Ich hole wieder.
Muss ich das schwächen? Wieso? Das ist ja nicht so stark. Vielleicht ist die dritte Entwicklung halt so stark, dass ich auch die erste Entwicklung nicht gut fangen kann. Endlich! Okay. Also ich würde jetzt mal empfehlen, also Zorua wird oft genutzt. Das muss ich jetzt nicht unbedingt hoffentlich so gut trainieren. Hier hätten wir auch einen Level 5er noch gehabt. Ich weiß nicht, ich habe gern eigentlich Pokémon, die so wenig Level wie möglich haben zum Trainieren. Weil sonst kann ich ja das Pokémon nicht ganz so genießen, oder bis es so Level hat. Oh, Picolentes hat auch so ein tolles Pokémon. Also ich finde den Mod ja wirklich so besonders gut, aber es ist mir manchmal ein bisschen zu schwer. Was ist denn das? Ah, das ist auch wieder so ein Real-Life-Tier, wo ein bisschen, ja. Flunschlick. Es ist einfach eine Art, es ist irgendwie fast eine Muschel, aber es ist keine Muschel. Es ist einfach so ein Töter, wo einfach Tiere dann, den, und ein Reflex ist wahrscheinlich so eine Art, ja, Salamander mit Blitz. Ist es ein Elektro-Gift-Pokémon? Sehr cool, aber mir zu klein, ich kann das fast nicht sehen. Doch, ich kann schon sehen, aber ist mir zu klein. Genauso ein Strawekel ist wahrscheinlich riesig. Riesig, gigantisch ist es nicht. Hey, ist so geil. Ich habe wieder so viel Lust. Merkt ihr es, wie viel Lust ich habe? Es ist halt so cool. Jo. Nein, nicht im Ernst. Nein, das größte Pokémon finde ich einfach so wieder. Kann ich dich fotografieren, geht das? Hallo. Oh, danke schön. Kann ich dich ein bisschen näher noch fotografieren? So, ja, yeah, super. Super, wenn der Kopf oben nicht abgeschnitten ist, ist das ne. Schön. Sehr schön. Okay, wunderbar. Dankeschön, Endynalos. Ja, das ist Endynalos. Ich kann es beweisen. Ja, ich kann es nicht. Doch, oh. Endynalos. Ja, könnt ihr es sehen? Könnt ihr es lesen? Wie viel Level? 73. Okay. Geil, das hat sogar ein Herz drin. Hey, ich wusste das gar nicht, dass es so einen komischen Planetenherz hat. Und Bibor, Mega Bibor. Auf, ja, Boss Epic. Wieso steht da nicht das Level? Hey, das ist die geilste Folge schon. Ich habe zwar mich ein bisschen falsch mit den ja, Koordinaten, mit dem Laufen. Ding. Ich brauche diese Stämme. Ich möchte ja ein bisschen Farbe ins Dorf bringen. Und dann in die Stadt. Also wie ich die verschiedenen farbigen Baumstämme und Dinger, hallo Pikachu, und Bretter benutzen. Okay, das werden wir im nächsten Part vielleicht schon mal anfangen mal zu machen. Ich habe kein Boot und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht an Land zu See gehen. Also gehen wir einfach hier durch. So, ich hoffe einfach, ich tue euch zwischendurch nicht irgendwie langweilen oder so. Ich habe ja immer auch etwas zu reden. Wenn ich zu viel rede, schreibt es in die Kommentare. Aber ich bin gerne am Reden. Und ich will ja euch unterhalten. Und wenn es zu nervig ist oder so, einfach schreiben, gell? Ihr dürft auch gerne schreiben, welcher Abschnitt oder so findet ihr am tollsten, hat euch am meisten Spaß gemacht oder am wenigsten Spaß gemacht. Ihr dürft sagen, ja, Drago, werd doch mal ein bisschen besser. Ihr dürft auch schreiben, hey, fang dieses Pokémon, sonst schaue ich dich nicht mehr. Dürft auch schreiben. Hey Drago, geht's noch? bei mir seid ihr frei und ich fühle mit euch. Also ich will, dass es euch gut geht, dass ihr Freude habt, dass ich hier nach oben komme irgendwie, dass ich, ja, nein. Ich kenne es, viele Leute haben einfach Probleme in dieser Welt und ich möchte die Probleme für euch lösen. Gell, also wenn ihr Spaß haben wollt, ich gebe euch den Spaß, ich kann den Spaß noch besser machen, ich kann euch die Freiheit bieten, alles zu wünschen, zu erledigen. Ja, alles erledigen für euch kann ich leider nicht. Also, jetzt haben wir wieder Platz. Jetzt können wir. Nein, ich schon nicht so. Boah, das ist so schnell. Also, als nächstes habe ich vor, eben nochmal so ein Pokémon zu suchen, aber es ist irgendwie zufällig gerade noch. Ich muss jetzt erstmal fliegen können. Also bitte holt mir ein Pokémon, das fliegen kann.
Fangt für mich ein Pokémon. Ich gebe euch den Spielstand und ihr werdet mir ein Pokémon fangen, das fliegen kann. Nein, oder ja, entwickeln könnt ihr auch noch. Was sind eigentlich die? Also sind immer Trainer oder also einfach immer NPCs. Jetzt müsste ich eigentlich nach links. Gut. Das ist auch ein cooles Pokémon. Also, wie findet diese, die, dieses Pokémon? Vom Aussehen, vom Typ her und alles Mögliche. Wie findet ihr das? Ich finde, das Aussehen ist ein 7 von 10. Ich weiß nicht, was es für Attacken hat. Das ist so wahrscheinlich ein Kampf-Pokémon noch. Sieht ein bisschen nach Kampf aus. Und ja, es ist so ein bisschen eine Art meines Pokémon. Also da fast schon ein, okay, 9 von 10 für den Typ von meinem Spieler. So, und dieses Krabben-Pokémon, das ist, glaube ich, ein Pistolenkrebs. Ja, ist ziemlich geil vom Aussehen, also eine 8 von 10. Ich würde es gerne trainieren, also auch eine 8 von 10. Da hat es auch wieder einen Boston Blau. Ist, glaube ich, epic gewesen, weil Blau. Episch! Ja, toll. So, jetzt muss ich kurz schauen, noch 4 Minuten. Ja. Also, Webcam kommt bei. Oh, boah! Wenn ich jetzt gehüpft wäre und dann so Lava umgefallen wäre. Boah! Lachsrauch! Das ist auch wieder für dieses eine Pokémon da. Wie steigt man? Nein, nicht so. Wie steigt man jetzt vom Fahrrad? Ja, umschaut. Genau, wen genau für ISO. Okay, sehr gut. Das wollte ich schon. Ich dachte eben, dieses alle Abis und so, aber das ist ein anderes. Ist das nicht irgendwie ein anderes Rauch? Hm. Gut. Dieses Pokémon, ja, Kohle. Es erinnert mich an Banjo-Tooie. Da musste man gegen Kohle kämpfen. Gegen einen großen Kohlen-Golem kämpfen. Jo. So. Ich werde sicher bald mal Banjo-Tooie und so spielen können. Gibt es aber wahrscheinlich nicht im Nintendo 64er Spielding. Okay. Mal gut, sieh. Also im nächsten Part auf jeden Fall mal im Dschungel noch herumgammeln. Dann, also Pokémon suchen dort. Dann, ich muss unbedingt einen Bidiza fangen. Das ist mein Gott, Pokémon. Das stärkste Pokémon in meinem Team. Das wird so mächtig. Oh. Ein Tempel? Hä, das ist aber ein anderes. Ist das eine Stadt? Nein. Das ist einfach so ein kleiner Tempel. Ich dachte zuerst an eine Arena in einer Stadt, in einem Dorf. Aber nö. Oh, Menkies! Ey, geil. Also wenn ihr, also in der gelben Edition gab es, glaube ich, Menki, weil ich habe ja die blaue Edition gehabt und dort gab es Sonden, Menki, Sandan, oder? Nein, es gab Menki. Und das andere Pokémon war Mauzi. Und Mauzi gab es nicht. Ich wollte unbedingt Mauzi haben. Aber ich habe einen Menki dann gehabt und auch in der gelben Edition. Und habe das immer sehr weit trainiert, bis ich Kikli oder Nocturne bekommen habe. Und dann habe ich immer entweder Kikli oder Nocturne dann ins Team geholt. Aber ich hatte immer Kampf-Pokémon. Wie findet ihr Kampf-Pokémon? Eher favorisierend oder eher nicht so im Team. Ich glaube, die meisten machen Kampf-Pokémon echt nicht ins Team. Ich finde es so schade. Kampf hat doch auch viel mehr Zuneigung verdient. Boah, welches Pokémon ist das? Wo? Ich sehe kein Beep-Beep. Wo ist ein Huhn? Nein, wo ist ein Vogel? Was denn? Ein Zubat ist doch kein Vogel. Also ein Flair-Mauscher, schon schwieriger. Ah, das ist ein Pokestop-Teil. Aber wie groß? Es ist ein Käfer. Ah, welches Pokémon wird das und was ist die Vorentwicklung? Ich muss alles kennenlernen. Also ja, also bis zur dritten Gen kenne ich eigentlich alles auswendig. Immer noch. Genau, das ist ein Anfangs-Pokémon aus einer der neueren Gens. Ich glaube Galar, also was ist jetzt Gen 10? Das ist Gen 9.
Boah, es gibt schon 10 Gens. 10 Gens. Boah. Oder 8 Gens? Nein. Was ist 9 Gens? Mann. Nein, ich glaube, Aloha ist 8. Gen und Galar ist 9. Gen. Und dann kam ja noch. Oh, wie heißt die neue Region? Ich weiß nicht. Wie komme ich überhaupt hier hoch, ohne kaputt zu machen? Ich glaube, ich sollte irgendwas hinstellen. Oder ich baue hier ab. Mann, ich will eigentlich nichts kaputt machen, aber. So, Dankeschön, ich bin endlich oben. Endlich oben. So, was haben wir denn hier? Haben wir irgendwo Loot? Ich weiß nicht, soll ich die Bänke mitnehmen? Nein, nicht hier. Nein, ich will nicht wieder runter. Also dort oben gibt es einfach gar nichts. Was ist das denn? Also auch ein Käfer. Wie viele Käfer gibt es eigentlich in Pokémon? Ich glaube, normal Pokémon gibt es. Oh nein, Wasser-Pokémon gibt es am meisten, oder? Oder normal? Normal oder was gibt es am meisten? Aber Käfer ist sicher auch sehr weit von. Das ist ja auch ein Käfer. Käfergift. Also, ich möchte keine Bänke mitnehmen, aber der Pokéstop. So. Ja, da können wir alles wieder nehmen. So. Dankeschön. Sehr nett gewesen. Gibt es hier oben noch einen Schatz? Muss doch irgendwas geben. Hier drinnen könnte etwas sein. Nein, ich benutze es jetzt nicht. Also gut, dann sehen wir uns im nächsten Park wieder. Schon wieder sind Meg. Sind die immer so groß? Also, das könnte jetzt wieder ein Riese sein, aber sind die allgemein schon groß? Sie sehen ein bisschen aus, als würden sie so groß sein. Aber cool. Also haben wir schon wieder 2 Minuten länger gebraucht für den Pokéstop noch. Da ist noch ein, ja, noch ein lila Mankey. Die sind eben so hell. Ja, genau so. Und das ist die pinke Version. Brauche ich nicht unbedingt zu fangen. Ich mag Pink als Farbe natürlich auch nicht so sehr als maskuliner Mensch. Genau dort runter gehen wir im nächsten Part und dann nach Hause und machen wir mal die Bärensachen. Genau. Da müssen wir eben die Bärenbüsche wieder kaputt machen und wieder neue Pflanzen und so weiter. Wieder wahrscheinlich ein bisschen da. Und wieder neue Pokémon fangen. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.